In einer Sondersitzung letzte Woche einigte sich der Neumarkter Stadtrat darauf, die Umgestaltung des Stadtparks nun anzugehen. Allerdings soll die Kommune selbst dafür nur maximal 2 Millionen Euro in die Hand nehmen. Für die vorliegenden Entwürfe wurden Gesamtkosten von rund 6,2 Millionen Euro veranschlagt. Unter anderem soll ein aktuell noch als Parkplatz genutztes Areal zur Parkanlage hinzukommen. Durch eine Aufteilung in 2 Bauabschnitte könne man mit rund 5 Millionen Euro an Zuschüssen rechnen. Zum einen aus den Töpfen der Städtebauförderung, zum anderen aus einem separaten Förderprogramm des Bundes. Der Landesbund für Vogelschutz verzeichnete in diesem Winter auch in der Oberpfalz wieder zahlreiche Störche, welche in der Region überwintern. In ganz Bayern fliegen pro Jahr rund 300 Tiere nicht in den Süden, so die offiziellen Zahlen. Die tiefen Temperaturen der letzten Tage würden sie aufgrund ihres dicken Gefieders aber gut überstehen. Auf Müll- und Kompostdeponien gäbe es zudem genug Nahrung, so der LBV. Schon jetzt kämen teilweise auch Vögel aus dem Süden zurück, um sich rechtzeitig gute Brutplätze zu sichern. Im Landkreis Neumarkt sind unter anderem die Türme Freistadts beliebte Orte für den Nestbau.